wird an einem Zerrbild gearbeitet. An dem Zerrbild, als würde der Staat sich allen Ernstes in die Computer seiner 80 Millionen Bürger einhacken. In Wahrheit geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass Sicherheit auch im Internet gilt. So wie das Internet sich überhaupt dramatisch weiterentwickelt, dass immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet. Tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach. Wird an einem Zerrbild gearbeitet. Es gibt die Quellen-TKÜ, die werden wir auch in Zukunft anwenden. Und jeder vernünftige Innenminister in Deutschland tut es. BKA läuft gut mit Quellen-TKÜ. In Wahrheit geht es darum, BKA läuft gut mit Quellen-TKÜ. Das Zerrbild, das vom Chaos Computer Club entfacht wurde, zutiefst unwahr ist, zutiefst unredlich ist und voller Unterstellungen gegenüber den Polizisten, auch des Bundeskriminalamts ist. In Wahrheit geht es darum, in Bayern wurde das Thema, um das es hier geht, übrigens im April dieses Jahres umfangreich im Landtag behandelt. Ich habe die Dokumente hier liegen. Der Computer Club hat überhaupt nichts aufgedeckt. Das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten.